Vor etwas mehr als 6 Monaten ist das James Webb Weltraumteleskop aufgebrochen. Und nun ist es soweit. Hier ist das erste Bild, welches wissenschaftlich auswertbar ist. Das erste Farbfoto sozusagen. Es haben uns schon einige andere Bilder vor Wochen erreicht, aber diese waren quasi Probefotos, um die Instrumente auszurichten. Die Veröffentlichung dieser Bilder markiert ganz offiziell den Beginn der wissenschaftlichen Arbeit des Teleskops. Hat immerhin rund 30 Jahre gedauert, bis es soweit war. Wir schauen uns heute an, was uns diese Bilder eigentlich überhaupt sagen und werfen einen kurzen Blick auf ein paar ganz besonders coole technische Schmankerl. Na, neugierig geworden? Dann gleich Mars Chroniken abonnieren, das Video liken und auf los geht's los. Los! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für dich. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Die heutige Sendung ist eine freundliche Zusammenarbeit mit Andreas von IGIS Cosmos. Wenn du hier fertig bist, dann findest du das hier dazugehörige Video in der Videobeschreibung unten. Bevor die Bilder der ersten 5 Ziele veröffentlicht wurden, hat es sich Präsident Biden aber nicht nehmen lassen, noch politisches Kapital aus der harten Arbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu schlagen. Mo von Senkrechtstarter und ich waren bei Andreas von IGIS Cosmos eingeladen, um die Präsentation der übrigen Bilder gemeinsam zu erleben und für euch zu kommentieren. Schauen wir uns einmal die Bilder etwas genauer an. SMAC-S0723. So heißt der Galaxiencluster, der hier zu sehen ist. Die Galaxien auf diesem sogenannten Deep Field Foto haben schon lange vor der Entstehung unserer Sonne existiert. Darauf sind Galaxien zu sehen, die 13,1 Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Wenn man bedenkt, dass das Universum 13,7 Milliarden Jahre alt ist, dann ist das schon beachtlich. Dabei ist es noch lange nicht alles, was Webb kann. Dieser Galaxiencluster wird von anderen massiven Galaxienhaufen und Sternen im Vordergrund quasi verdeckt. Dadurch wird das bei uns ankommende Licht verzerrt. Dieser Effekt ist auch als Gravitationslinse bekannt. Das ist das Bild, das Präsident Biden am 11. Juli veröffentlicht hat. Es wurde 12,5 Stunden lang belichtet. Das bedeutet, dass das Teleskop 12,5 Stunden mit offener Blende auf dieses Ziel gerichtet war, um all dieses Licht einzufangen. In diesem Fall war diese Zeit sogar aufgeteilt auf verschiedene Wellenlängen. Was wir hier zu sehen bekommen, ist ein Kompositbild, also eine Zusammenstellung aus mehreren Bildern. Nur zum Vergleich, Hubble hat den exakt gleichen Teil des Himmels für Wochen belichtet und nur ein wesentlich weniger qualitatives Bild erzeugt. Nur damit du dir vorstellen kannst, wie groß dieses Stück Himmel ist. Wenn du einen Sandkorn auf Armlänge gegen den Himmel hältst, deckt dieser Sandkorn ein kleines bisschen Himmel ab. Und genau so viel des Himmels wurde hier abgelichtet. Da bekommt man ein ehrfürchtiges Gefühl dafür, wie groß unser Universum ist und wie viele Galaxien und Sterne darin herumjagen. Dieses Bild wurde mit der sogenannten NIRCam aufgenommen. Die Near Infrared Camera oder NIRCam ist sozusagen das Hauptinstrument für Fotoaufnahmen. Es ist dazu in der Lage, Infrarotlicht einzufangen und hat bei der Ausrichtung der Spiegel und Instrumente im Vorfeld eine Schlüsselrolle gespielt. NIRCam kann bis in die Anfänge unseres Universums zurückblicken und wird dabei helfen, die allerersten Sterne und Galaxien zu erforschen. Eine weitere Besonderheit dieses Instruments ist, dass es helle Objekte in der Nähe ausblenden kann, was besonders praktisch ist, wenn du Exoplaneten untersuchen möchtest. Und genau das hat das nächste Foto gemacht. Dieses Foto würde ich jetzt eher als Grafik bezeichnen, aber was viel wichtiger ist, die Spektroskopie erlaubt es, die Atmosphäre von Planeten zu untersuchen. Im Prinzip funktioniert das so. Wenn ein Planet mit Atmosphäre vor seinem Stern vorbeizieht, dann scheint das Licht seines Sterns durch diese Atmosphäre durch, bevor es bei James Webb ankommt. Dieses Licht kann man messen und daraus die Zusammensetzung der Atmosphäre bestimmen. Und siehe da, gleich beim ersten Planeten, der abgelichtet wurde, hat man Wasserdampf in der Atmosphäre nachgewiesen. Das bedeutet, dass wir wohl viel öfter Wasser auf anderen Planeten nachweisen werden. Ich höre hier raus, dass es Aliens gibt. Vielleicht auch nur Wunschdenken. Ah ja, der Planet, um den es hier geht, heißt WASP-96b. Das ist ein riesiger, hauptsächlich aus Gas bestehender Planet, 1150 Lichtjahre außerhalb unseres Sonnensystems, der seinen Stern alle 3,5 Tage umkreist. Und so groß ist er gar nicht, nur die halbe Masse unseres Jupiters. Ich sage ja nur. Und damit man diese tolle Grafik bekommt, muss das hier im Near Infrared Spectrograph oder im Near Spec passieren. Das Licht kommt hier rein,
Und dann steige ich schon aus. Es durchläuft ein Labyrinth an Spiegeln und findet sich am Ende und dazwischen auf einem Sensor wieder, der das Licht richtig lesen kann. Um es in meinen ganz einfachen Worten auszudrücken. NIRSPEC wurde mit Hilfe der ESA und Bauteilen aus Wien entwickelt und gebaut. Schon crazy. Ein Gerät, das Atmosphäre, Temperatur, Geschwindigkeit und Masse bestimmen kann. Und dank einer Anordnung von mechanischen Mikroblenden, die jeweils gerade mal breiter sind als ein menschliches Haar, kann das Instrument 100 verschiedene Objekte simultan belichten und hochauflösende Bilder davon einfangen. Das ist der Wahnsinn! Etwa 290 Millionen Lichtjahre entfernt befindet sich eine kompakte Galaxiengruppe namens Stefans Quintett im Sternbild Pegasus. Hier ist zu sehen, wie 5 Galaxien in einem kosmisch-galaktischen Tanz gefangen sind. Dort, wo die Galaxien kollidieren, erheizt sich das Gas und hier werden neue Sterne geboren. Ebenfalls mit NIRSPEC hat man hier ein schwarzes Loch entdeckt. Oder zumindest den Staub und das Gas, das es orbitet. Hier unten rechts sehr gut zu erkennen. Und links hier zu sehen ist die NIRCam-Aufnahme des Southern Ring Nebula. Und rechts die Mid-Infrared Instrument oder kurz MIRI-Version davon. Wir sehen hier, dass es sich um ein binäres Sternensystem handelt. Also zwei sich gegenseitig orbitende Sterne. Eines davon scheint kurz vor seinem Lebensende zu sein und stößt sein Material aus. Dadurch entsteht dieser Nebel. MIRI beobachtet etwas längere Infrarotstrahlen und ermöglicht so nicht nur solche unglaublichen Aufnahmen des Universums, sondern auch die Entdeckung entfernter Planeten, Asteroiden und Kometen in der Gegend unseres eigenen Sonnensystems. Und es ist nicht nur im übertragenen Sinne cool, sondern tatsächlich das coolste bzw. kälteste Instrument an Bord. Betriebsklima liegt bei 6 Grad Celsius über dem absoluten Nullpunkt. Auch bekannt als minus 233 Grad Celsius. Wir haben vorhin schon gehört, dass SMAC S0723 rund 12,5 Stunden belichtet wurde. Du wirst gleich sehen, warum das eine Herausforderung ist, wenn wir uns den Orbit anschauen. Der Carina-Nebel ist mein persönliches Highlight. Es ist einer der größten und hellsten Nebel am Himmel und befindet sich etwa 7600 Lichtjahre entfernt im südlichen Sternbild Carina. Jeder Punkt hier ist ein Stern. Solche Nebel sind die Geburtsstätten von Sternen. Viele davon sind jetzt schon um ein Vielfaches größer als die Sonne. Aus genau demselben recycelten Sternenstaub bestehen auch du und ich. Das ist doch schön, oder? Hubble hat übrigens auch schon ein Foto dieses Nebels geschossen, aber das wird jetzt leider niemand mehr ansehen wollen. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann hau gerne jetzt auf Daumen hoch und abonniere den Kanal, damit wir endlich die 10.000 Abos knacken. All diese Bilder sind erst der allererste Anfang. Im ersten wissenschaftlichen Nutzungszyklus, also im ersten Jahr, stehen den Astronomen etwa 6000 Stunden zur Verfügung. Die 286 ausgewählten Missionen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt decken die verschiedensten Kategorien ab. Es sollen Exoplaneten, Galaxien, Sterne, das intergalaktische Medium und vieles, vieles mehr beobachtet und erforscht werden. Ich verlinke dir in der Videobeschreibung unten die Seite, wo du dir alle Missionen im Detail ansehen kannst. Diese 6000 Stunden entsprechen aber nicht der gesamten nutzbaren Zeit, denn ein Jahr hat ja bekanntlich, genau, 8760 Stunden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man jede Stunde nutzen können wird. Also, diese Kalkulationen sind nicht allzu genau zu nehmen, bitte. 16% der Zeit in den ersten 3 Jahren wurde Wissenschaftlern zugesichert, die direkt an der Entwicklung oder an der Montage des Teleskops gearbeitet haben. Das entspricht etwa 1400 Stunden. Das ist schon fair, kann man schon mal machen. Die übrigen 1360 Stunden sind für das Director's Discretionary Early Release Science Program reserviert. Dieses Programm soll dabei helfen, die Community mit dem Teleskop vertraut zu machen. Oder sind tatsächlich nur 6000 Stunden nutzbar und der letzte Absatz war vollkommener Unsinn. Und das ist erst das erste von 20 Betriebsjahren. Das hast du vermutlich schon gehört, aber James Webbs Betriebszeit war für 10 Jahre angesetzt. Dank des perfekten Starts der europäischen Ariane 5 Rakete konnte sich das Teleskop einiges an Treibstoff sparen und wird nun vermutlich 20 oder vielleicht sogar etwas länger operieren können. Das Teleskop hat zwar Solarzellen für die Stromversorgung, aber da es um einen Punkt orbitet, braucht es Treibstoff, der irgendwann ausgehen wird. Der Punkt, um den James Webb orbitet, kennen wir unter dem Namen L2 oder auch Lagrange Punkt 2. Ich habe lange nicht verstanden, warum es um diesen Punkt orbiten muss.
Deswegen habe ich ein wenig recherchiert und Folgendes herausgefunden. Was kommt, ist schwer vereinfacht und lässt viele wesentliche Punkte außer Acht, aber es hilft zu verstehen, warum James Webb nicht einfach direkt am L2 unter Anführungszeichen geparkt sein kann. Lagrange-Punkte gibt es in jedem System, in dem Objekte einander orbiten. Das sind Punkte, an denen sich die Schwerkraft der Objekte gegenseitig aufhebt. Der L2 des Sonne-Erde-Systems ist etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Diese Punkte kann man sich wie einen Sattel oder einen Pringles-Chip vorstellen. Man kann zwar etwas in der Mitte balancieren, aber das wäre nicht leicht, denn auch unser Mond und die entfernteren Planeten haben Einfluss auf diesen Punkt. Es ist wesentlich einfacher, einen Orbit zu halten, als stationär zu sein. Wobei das auch nicht ganz stimmt, aber Orbitaldynamik sprengt komischerweise immer den Rahmen. Was man noch gemacht hat, um nicht von diesem Sattel herunterzurutschen, ist einigermaßen einfach, aber genial. Man ist niemals so weit draußen, wie der L2 eigentlich wäre, sondern immer kurz davor. Somit kann man mit den Triebwerken, die nur auf der zur Erde gewandten Rückseite angebracht sind, immer unter Anführungszeichen nachrutschen. Der nächste Grund ist, dass das Teleskop über Solarzellen verfügt. Und da L2 im Schatten der Erde ist, könnte Webb dort seine Akkus nicht laden. Ganz einfach. Der Orbit ist etwa doppelt so groß wie der unseres Mondes um die Erde. Der Mond orbitet etwa mit einem Radius von 380.000 km um die Erde. Der Radius von James Webb schwankt zwischen 250.000 und 832.000 km um diesen mysteriösen L2-Punkt. Ein weiterer Vorteil dieses Orbits ist es, dass man ständig mit dem Teleskop kommunizieren kann, da es niemals vom Mond verdeckt wird. Um diesen Orbit zu halten, muss Webb etwa alle 21 Tage seine Triebwerke zünden. Deswegen hat das James Webb Weltraumteleskop leider ein Ablaufdatum. Vielleicht kann man es ja in 20 Jahren doch irgendwie auftanken oder bis dahin sogar ein noch cooleres Teleskop bauen. So, bevor ich mich jetzt verrede, ist jetzt Schluss. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, unten auf das dazugehörige Video von Iggy's Cosmos zu klicken. Ein riesiger Dank geht an alle meine YouTube- und Patreon-Supporter. Wenn auch du zum Supporter-Team gehören willst, findest du alle Infos dazu in der Videobeschreibung unten. Danke fürs Einschalten. Per aspera ad astra.